König. Bube. Dame. Gast. Der Stephen King Reread Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des König, Bube, Dame, Gast Podcast. Wir haben nach der Potsdok-Sondersendung heute uns wieder zusammengefunden, um mit euch über ein weiteres Stephen King Buch zu reden. Diesmal ist es nicht ganz so krude und so abstrakt. Wir haben diesmal auch endlich mal wieder einen richtigen Roman, nämlich Christine. Und dazu haben wir uns einen Gast eingeladen, den ihr schon kennt und schon mehrfach gehört habt, nämlich den lieben Christian aka Oboman. Hallo Christian. Hallo Dela, hallo zusammen, liebes Team und hallo liebe Hörer. Ansonsten ist natürlich wie immer der Jonas dabei. Hallo. Und der Flo. Guten Abend. Ja, Christian, dich kennt man ja schon, du warst schon ein paar Mal da. Hat sich seit dem letzten Mal was getan? Hast du neue Formate oder irgendwas, was du uns erzählen möchtest? Also bekannt sein dürfte mein Hauptpodcast um Wurmukum und Geocaching mache ich mit Spielbrett Erde. Aber ich bin jetzt auch bei Hashtag Mensch als Moderator dabei. Die erste Staffel läuft gerade. Ich war noch nicht zu hören, aber das wird demnächst der Fall sein. Also das macht mir auch viel Spaß und macht dann hier auch gleich Werbung für Hashtag Mensch. Da sind ganz viele tolle Moderatoren dabei und von der Lara wird es geleitet. Wunderbar, das verlinken wir euch natürlich. Und liebe Grüße an der Stelle an die liebe Lara. Die hat uns ja zur letzten Folge in der Technik beigestanden. Von daher auch ein großer Gruß aus dem König-Bube-Dame-Gasthaushalt. Gut, das soll es von der Seite erstmal zum Intro gewesen sein. Wie gesagt, wir hatten eine geniale Zeit auf dem Potsdok. Wir hatten alle sehr viel Spaß. Es war sehr schön, euch alle wieder zu treffen. Aber jetzt ist der Zeitpunkt, um wieder über Bücher zu reden. Deshalb, Flo, gib uns doch mal eine zeitliche Einordnung. Mit den Vorauszahlungen für die Hardcover-Ausgabe von Carrie hat sich Stephen King ein Ford Pinto gekauft. Das Buch hat viele Kurzgeschichten und auch Cujo inspiriert. Wir erinnern uns alle an diese Szene im Auto. Aber 1978 lief es für King nicht so gut und für das Auto auch nicht. Das lag in den letzten Zügen. Und da hat er sich gedacht, ja, wäre es denn nicht lustig, wenn sich der Kilometerzähler rückwärts drehen würde und das Auto würde dadurch verjüngt. Und schwupps, eine Idee für Christine geboren. Es sollte auch sein längstes Buch seit Stand werden. Und King war mittlerweile so ein Star, dass sogar die Verfilmung schon begann, als das Buch noch nicht mal in den Läden stand. Er konnte auch mit seinem Verlag einen neuen Deal aushandeln. Normalerweise bekommen die Autoren vorab einen gewissen Anteil beim Erscheinen des Buchs und dann so vierteljährlich danach nochmal Abschlagszahlungen. Und King konnte aushandeln, dass er als Vorschuss nur noch $1 bekam, aber dafür an den Verkäufen beteiligt wurde. So hat er dann nochmal kräftig mehr Geld gemacht. Aber das Buch kam in den 80ern raus und die 80er, das bedeutete für King auch viel Alkohol und viel Kokain. King war ein großer Name und kein Lektor hat sich mehr getraut, ihm zu erzählen, dass die Geschichte vielleicht nicht unbedingt im Original 526 Seiten tragen kann. Christine zählt zu den bekanntesten, wahrscheinlich auch zu den berüchtigsten Büchern von ihm. Und wir werden heute mal diskutieren, ob das ein unterschätzter Alltimer oder ein Totalschaden ist. Jonas, worum geht's denn? Ja, ich möchte vorweg schicken, das Buch ist teilweise sehr verworren oder, sagen wir mal, verwinkelt mit vielen kleinen Nebenhandlungen. Ich habe es sehr gekürzt und es ist trotzdem länger geworden als die meisten Zusammenfassungen, die ich jetzt gemacht habe. Das hätte der Lektor auch tun sollen. Ja, ich fange dann jetzt trotzdem mal an. Dennis und Arnie sind beste Freunde und besuchen die Highschool in Libertyville. Arnie ist der klischeehafte, picklige Außenseiter, Mitglied des Schachclubs, und Dennis dagegen ist ein angesehenes Mitglied der Footballmannschaft. Eines Tages verliert Arnie sein Herz an einen schrottreifen Plymouth Fury namens Christine, den er wenig später seinem Besitzer für $250 und entgegen Dennis' Rat abkauft. Später erfahren wir dann, dass sowohl die Frau als auch die Tochter des Verkäufers in dem Wagen gestorben sind. Arnie bringt den Wagen in einer Selbstschrauberwerkstatt bei einem zivilrichtigen Geschäftsmann um, der unter anderem mit Schmuggel reich geworden ist. Unter, nicht um. Den Wagen umbringen, das ist nochmal ein anderes Blatt. Ja, stimmt, er wird untergebracht. Das, ja, danke.
Die Reparatur geht erstaunlich gut voran. Vor allem, wenn man bedenkt, dass Arnie die meiste Zeit nur hinter dem Steuer sitzt und Radio hört oder hinter der Werkstatt auf dem Schrottplatz hin und her fährt, während sich der Wagen auf wundersame Weise selbst repariert. Das alles realisiert Arnie jedoch nicht wirklich. In den nächsten Monaten geschehen dann einige Dinge. Arnie verliert seine Pickel und wird attraktiver und kommt mit der hübschen Lay zusammen. Er gerät auch mit ein paar Schulschlägern aneinander, die dann nach dieser Auseinandersetzung von der Schule fliegen. Dennis hat einen Unfall bei einem Footballspiel und muss monatelang im Krankenhaus bleiben. Und Arnie verletzt sich den Rücken, wie wird nicht ganz klar, und trägt eine Bandage ähnlich dem Stützkorsett, das der Vorbesitzer Christines getragen hat. Das fertig restaurierte Auto bringt Arnie dann auf einem Flughafenparkplatz unter, weil seine Mutter das nicht zu Hause dulden will. Dort wird es dann von den Schlägern, mit denen er Ärger hatte, entdeckt und ziemlich komplett zerstört. Aber der Wagen durchläuft erneut eine wundersame Wiederherstellung, die hauptsächlich aus Radiohören besteht. Bemerkenswert ist dabei, dass das gesamte Radioprogramm aus den 50er Jahren zu stammen scheint. Als der Wagen wieder einsatzbereit ist, fängt er selbstständig an, auf die Vandalen Jagd zu machen und bringt schließlich alle bis auf einen um. Dennis und Lay schöpfen Verdacht und schmieden einen Plan, Christine, ja, töten könnte man sagen. Als Arnie und seine Mutter unterwegs sind, um ein College zu besuchen, gelingt es ihnen mit Mühe, den Wagen in eine Falle zu locken und mit Hilfe eines LKWs wortwörtlich platt zu machen. Der wird dann auch nachher zum Würfel gepresst und entsorgt. Allerdings befand sich in dem Auto Arnies Vater, der vermutlich von Christine dort hineingelockt wurde. Der war aber zum Zeitpunkt der Falle auch schon tot. Und zum gleichen Zeitpunkt, wie Christine kaputt geht, haben Arnie und seine Mutter einen Zusammenprall mit einem Truck auf dem Highway. Und die ganze Geschichte schreibt Dennis dann 4 Jahre später auf, nachdem er gehört hat, dass der letzte dieser Vandalen in dem Kino, in dem er gearbeitet hat, getötet wurde, als ein Auto in die Lobby gerast ist. So viel zum Inhalt. Wir danken dir für diese Zusammenfassung. Es sollte vielleicht an der Stelle noch kurz erwähnt werden, dass Danny oder Dennis, wie heißt er denn jetzt eigentlich? Danny oder Dennis? Dennis. Dennis. Dass Dennis und Lay dann im Laufe der Geschichte anbandeln. Also die Freundin von Arnie fängt dann irgendwann an, mit Dennis anzubandeln und eine Beziehung zu starten. Das ist vielleicht noch eine Rahmeninformation, die man noch dazu sagen sollte. Ja, das stimmt, könnte man machen. Genau, aber wie gesagt, grundsätzlich hast du es ganz gut zusammengefasst. Die Sache ist halt wirklich auch teilweise sehr verwinkelt und hat kleine Rahmenhandlungen und Nebenhandlungen und alles Mögliche. Aber da reden wir gleich mal dazu, darüber. Christian, wie sieht's denn bei dir aus? Ich weiß, im Vorgespräch hatten wir so ein bisschen uns unterhalten, dass du dich gelegentlich sehr gequält hast mit dem Buch. Erzähl mal. Ja, um mal von vorne zu beginnen, ich habe das Buch, ich habe jetzt nochmal nachrecherchiert, ich habe es als Student gelesen, da ist es dann gerade wohl auf den Markt gekommen. Ich glaube 1983, 84 irgendwie ist das erschienen und da habe ich es recht bald gelesen und es ist eins der wenigen Bücher, die ich also sozusagen jetzt, viele Jahre später, nochmal ein zweites Mal gelesen habe. Ja, ich habe mir schwer getan, so mit den ersten 200 Seiten grob gesagt, 650 grob haben wir. Bin da schwer in die Geschichte reingekommen. Das mag aber auch daran liegen, wenn man eben doch natürlich weiß, worum es im Großen und Ganzen geht. Vielleicht ist da auch ein bisschen Ungeduld gewesen. Ich bin aber dann super reingekommen und habe dann auch sehr viel Spaß und Spannung gehabt bis zum Ende, weil ich auch das Ende nicht mehr genau wusste, wie es ausgegangen ist. Die Nebengeschichten mit dem Officer zum Beispiel, der so ständig versucht, da dem Arnie auf die Spur zu kommen oder was da passiert ist. Das fand ich schon sehr spannend. Also ich habe dann doch letztendlich viel Spaß gehabt beim Lesen. Okay. Ja, wie ging es an euch beiden, Jonas und Flo? Ich habe das Buch
Anfang der 90er irgendwann gelesen. Es muss also eins der ersten gewesen sein, die ich damals gelesen habe. Und ich hatte in Erinnerung, dass ich es nicht mochte. Gut, Autos waren auch noch nie so wirklich mein Fall. Und ja, und dann ist vor ein paar Jahren ist das Hörbuch rausgekommen. Und da habe ich mir das auch wieder angehört und dachte, gut, so schlecht war es nicht. Und ich muss aber jetzt sagen, ich habe mich doch ziemlich durchgequält diesmal. King wird ja oft vorgeworfen, er würde sehr viel schwafeln. Und ich glaube, das ist das erste Buch, in dem ich das unterschreiben würde. Es kommt ziemlich viel vor, das die Geschichte nicht unbedingt bräuchte. Okay, Jonas? Ja, ich habe mich anfangs auch ein bisschen schwer getan, aber irgendwann wollte ich wissen, wie es weitergeht, und dieses Schwafeln hat mich quasi nur quasi angespornt, schneller zu lesen, um der Story weiter folgen zu können. Also für mich hat es irgendwie die Spannung erhöht, hatte zumindest ich den Eindruck, also ich habe das wirklich ziemlich schnell gelesen in wenigen Tagen, ich glaube 2 Tage waren es nur oder 3, während meinem Urlaub, und das war nett zu lesen, also es hat Spaß gemacht. Es hat Längen, ja, aber insgesamt, wenn man sich aufs Wesentliche konzentriert, ist eine schöne Geschichte. Ja, und so ging es mir auch. Also ich hatte an dem Buch überraschend viel Spaß. Ich habe das auch irgendwann so um 2000 rum mal gelesen gehabt, habe aber auch mittlerweile schon den größten Teil wieder vergessen gehabt. Und ich weiß, dass ich das damals, eher so mäh fand. Und wo ich das jetzt wieder gelesen habe, das zweite Mal, muss ich sagen, ich habe es schlechter in Erinnerung gehabt, als es jetzt beim zweiten Lesen war für mich. Denn ich hatte auch das Ding, ich war in 2 Tagen mit dem Buch durch. Und dazu kommen wir gleich, wenn wir über die Charaktere reden. Ich hatte durchaus nicht unbedingt, dass ich Sympathien für die Charaktere hatte, aber es waren wieder Charaktere, die mich berührt haben, die mich aufgeregt haben, wo ich hätte um mich schlagen können, weil ich das so gut kannte. Und das schafft King bei mir relativ selten, gerade so in seinen Coming-of-Age-Geschichten und diesen ganzen Blödsinn, die er oft verwurstet. Das trifft bei mir fast nie. Aber hier dann hat es doch ein paar Elemente gehabt, wo ich mich durchaus wiedergefunden habe. Also ich hatte an dem Ding auch meinen Spaß. Aber dann kommen wir vielleicht an der Stelle wirklich erstmal dazu, die Charaktere zu besprechen. Und da würde es sich vielleicht empfehlen, zuerst wirklich mit Arnie anzufangen. Ja, grundsätzlich, es ist halt der klassische Teenage Dirtbag, der halt eigentlich der absolute Verlierer ist und auch schon so angelegt, als hat er eigentlich im Leben keine Chance. Er kommt auch aus einer Familie, über die muss ich mich dann noch aufregen, weil furchtbar. Aber ja. Er steht halt die ganze Zeit in diesem Konflikt zwischen sich wehren oder stillhalten und warten, dass es vorbei ist. Wie standet ihr zu Arnie? Arnie ist eigentlich ja wirklich, wie du sagst, so der stereotype Verlierercharakter, den man auch aus diesen ganzen Highschool-Film oder sowas kennt. Aber ich glaube, gerade weil er so ein Stereotyp ist, fand ich ihn gar nicht so schlecht. Also er war glaubhafter als so manch andere Figur, die wir schon hatten. Und seine Wandlung, über die wir ja noch reden werden, ist auch ganz interessant gemacht. Also ja, mit Arnie komme ich klar. Ja, er weiß also vor allem, er weiß, was er will. So für sich gesehen, eben diese, das hat mir eben am Anfang auch gemerkt, eben diese Verrücktheit nach so einem Auto, was auch ja eigentlich die amerikanische Verrücktheit nach großen und alten Autos widerspiegelt. Das landet alles sozusagen in dieser Figur, so habe ich das gesehen. Ja, er ist ein wandelndes Klischee, würde ich sagen. Zumindest wird er so anfangs abgebildet und ja, wandelt sich dann ganz anders, als man es von einem Jugendlichen in der Phase erwarten würde, halt durch diese Besessenheit von dem Auto. Er wird jähzornig, wird böse, wenn man irgendwas gegen sein Auto sagt. Und ja, dazu kommt dann noch diese äußerliche Veränderung, dass ein Charakter im Wandel. Gar nicht so schlecht.
Würdet ihr aber sagen, dass er von Christine besessen ist, oder würdet ihr eher sagen, dass er von Roland D. LeBay besessen ist? Ich glaube, das ist eine Diskussion, die stellen wir ein bisschen noch weiter hinten, weil die müssen wir, glaube ich, an einen ganz anderen Punkt noch ansetzen, denn wir müssen ja schon erstmal klären, von was LeBay besessen war und ob das Böse das Auto war oder ob er das Böse ist und das Auto böse gemacht hat. Also die Diskussion würde ich ganz gerne noch ein bisschen weiter nach hinten verschieben. Können wir gerne später machen. Ich bin mir auch noch nicht ganz sicher, wie ich das sehe. Okay. Aber generell, Arnie macht ja durchaus eine Wandlung durch. Und diese verwandelten Charaktere, die haben wir ja bei King sehr oft. Wie gesagt, ich reg mich regelmäßig über diesen ganzen Coming-of-Age-Quatsch bei ihm auf, weil ich das weder von mir selbst kenne und außerdem halte ich das für fürchterlich unrealistisch. Aber ich muss sagen, auch wenn er sich zum Arschloch entwickelt, aber ich habe unglaublich viel Spaß an dem neuen Arnie. Der ist mir, nachdem er Christine in Anführungsstrichen kennengelernt hat, ungefähr um eine Billion mal sympathischer. Weil er eben nicht mehr der jämmerliche Saftsack ist, der nur einsteckt, sondern indem er eben zum Beispiel seiner bescheuerten Alten auch mal Gegenwind gibt und auch mal aufsteht und macht und tut und so weiter und so fort. Und eben nicht mehr dieses Weinerliche und dieses... Ich fand ihn so anstrengend am Anfang. Ich fand ihn am Ende, gegen Ende hin, echt sympathisch. Er macht auf jeden Fall eine Wandlung durch, die für ihn besser ist, das muss ich schon sagen. Vielleicht für die anderen alle nicht, aber er wird zu einem interessanteren Charakter dadurch. Ja, aber wenn alle anderen um dich rum scheiße sind, dann ist das vielleicht ganz gut so, dass es für die nicht gut ist. Jonas? Ja, ich weiß nicht, ob ihn die Wandlung für mich sympathischer gemacht hat, aber naja, sympathisch ist vielleicht das falsche Wort, aber ging er dir danach weniger auf den Sack, oder? Ich glaube, so schlimm fand ich ihn gar nicht, aber ich bin auch jemand, bei dem man viel braucht, um mir auf den Sack zu gehen. Okay. Christian, wie ging's dir? Also der hat mich von Anfang an gar nicht gestört. Also so wie du sagst, auf den Sack gehen, ging mir überhaupt nicht so. Das ist einfach logische Folge der Geschichte. Eben nochmal diese Autoverliebtheit, dann eben doch die Wandlung. Letztendlich am Schluss ja fast Mitleid, weil er wird ja nun tatsächlich besessen von Auto beziehungsweise Vorbesitzer. Wie du schon gesagt hast, können wir nachher noch drüber reden. Von daher, ich bin mit der Figur von vorne bis hinten gut klargekommen. In allen Facetten. Okay. Gut, dann würde ich sagen, machen wir mit Dennis weiter. Übrigens wundert euch nicht, wenn ich den in weiteren Zukunft ab und zu mal Danny nenne. Der habe ich mir irgendwie falsch gemerkt. Aber wie steht ihr zu Danny generell? Ich war mir erst nicht klar über den Erzählstil, weil es ja ganz viel Ich-Form. Da habe ich durchaus ehrlich gesagt am Anfang noch mal überlegen müssen, wer erzählt denn da eigentlich gerade? Also es ist dieser Dennis, der erzählt und dann zwischendurch, aber wieder auch nicht. Dann wurde also sozusagen die Geschichte als Erzählung erzählt und also das schwappt immer so ein bisschen hin und her. Also es ist nicht durchgehend, glaube ich, Ich-Form. Auf jeden Fall, der Dennis erzählt eben seine Story und das bedeutet ja auch, dass er auf jeden Fall überleben muss, sonst hätte er die Geschichte nicht erzählen können. Da habe ich mir gedacht, ist das denn jetzt so klug? Also wenn man als Leser schon weiß, wenn er es erzählt, dann hat er es wohl überlebt, weil da gibt es ja eine ganze Menge Leute, die das Buch nicht überlebt haben, in dem Buch. Ne? Und das war so der Zwiespalt, wo ich gar nicht wusste, was soll der eigentlich da in der Geschichte? Ja, die Erzählstruktur ist wirklich ein bisschen wirr. Erzählt die Geschichte aus der Ich-Perspektive bis zu seinem Unfall und dann diese Zeit, die er nicht miterlebt haben kann, weil er im Krankenhaus war, wird aus einer anderen Perspektive erzählt und später erzählt er wieder aus der Ich-Perspektive. Und das ist ein bisschen wirr, vor allem wenn man bedenkt, dass er als Schriftsteller ja diese Geschichte aufschreibt, aus der Zukunft heraus sich erinnert. Und das hat mich ein bisschen rausgebracht zwischendrin. Aber im Großen und Ganzen ist Dennis wieder so eine Figur, wie wir sie auch schon ab und zu mal hatten, relativ profillos, so einfach dieser gute Held, ohne irgendwelche großen Fehler, zu gut. Wir hatten, glaube ich, bei The Stand mehrere solche Figuren und ich finde ihn recht langweilig.
So der einzig Normale in der ganzen Geschichte, wie man es ja oft so hat. Also so habe ich es auch empfunden. Ja. Alle anderen haben irgendwas Besonderes, besonders doof, besonders intelligent, besonders, ich weiß nicht wie, verrückt. Und Dennis, ja, wie du auch sagst, so farblos. Na, da widerspreche ich euch. Also ich hatte mit dem zum Beispiel wesentlich mehr Probleme als mit Arnie. Arnie ging mir am Anfang, wie gesagt, ein bisschen auf den Keks, weil er noch so weinerlich war. Aber das hat sich dann für mich so ein bisschen ausgeschlichen. Aber bei Danny, der hat mich aufgeregt. Das war so ein, ja, wie soll ich es ausdrücken? Hat mehr Glück als Verstand. Ist eigentlich das letzte Arschloch. Weil, ich meine, fegelt, wie gesagt, die Freundin von seinem besten Freund. Hat zwar da 2-3 Gewissensbisse und aber generell, das ist der, dem es immer zu gut ging. Er kommt aus einem guten Elternhaus, hat voll die vertrauensvolle Beziehung zu seinen Eltern, kriegt immer übers Köpfchen gestreichelt, weil er ja alles richtig macht. Und, ja, wie gesagt, hat auch mit diesem Football-Unfall mehr Glück als Verstand. Wird ja auch gesagt, dass das eigentlich gar nicht hätte so gut ausgehen dürfen, wie es ausgegangen ist. Und in seiner ganzen Gutmütigkeit, die da so an den Tag legt, schwingt da für mich so eine Herablassung und so eine Verachtung auch für Arnie, für seinen angeblich besten Freund mit, die mich wahnsinnig macht. Ich konnte den nicht leiden. Also diese Freundschaft zwischen den beiden, es wird ja auch so öfter mal erzählt, wie sie als Kinder zusammen gespielt haben und sowas, fand ich relativ unglaubwürdig. Das hat für mich auch nicht so richtig zusammengepasst. Das war für mich eher so ja, so Mitleidsfreundschaft als genau. Wirklich, ja, als richtige Jugendfreunde. Also ich muss sagen, ich habe ein wenig wahrgenommen, am ehesten könnte man sagen, als wirklich eine Art Chronist, dass er quasi notwendig ist, um zu berichten und vielleicht auch ein bisschen, um die Story weiterzutragen, aber jetzt, wo du sagst, ja, die Elternhaus-Stories und so, da, die waren da, ich habe es auch registriert, dass es ihm erstaunlich gut ging, ein super Verhältnis mit den Eltern, mit der Schwester kappelt er sich ab und zu mal. Aber ja, das war halt so Beiwerk. Ich dachte mir ja, okay, da muss halt was drüber stehen, weil er so viel vorkommt. Also braucht er ein bisschen Hintergrundinfo. Aber ich habe ihn jetzt nicht als wirklich entscheidend den größten Teil der Story miterlebt. Vor allem, weil er dann auch im Krankenhaus lag so lange. Ja, genau, das ist halt der Punkt. Er ist eigentlich inhaltlich nur dafür da. Also meines Erachtens nach hättest du die ganze Geschichte auch anders erzählen können, aber er ist nur dafür da, für den Prolog, um eben diese Andeutung zu machen, ach, Christine ist eventuell doch noch nicht ganz weg. Das ist die einzige Funktion, die diese Erzählweise und diese Figur hat. Und ansonsten, meiner Meinung nach, aber das ist halt auch Subtext wieder, den ich da wahrscheinlich reininterpretiere, ist das seine ganze Herablassung und diese ganze Art, die er auch gegenüber Arnie an den Tag legt, wieder auch ein weiteres Schwungrad für diese ganze Geschichte ist. Denn wenn er jetzt ein wirklicher guter Freund in dem Sinne gewesen wäre, wie sich dann die Spirale entwickelt hätte, ist dann halt auch wieder so eine Sache. Aber er ist halt so angelegt, wie er angelegt ist. Und das ist, glaube ich, die einzige Funktion, die der hat als Figur. Freunde lassen Freunde keine besessenen Schrottkarren kaufen. Und wenn, dann fahren sie mit der besessenen Schrottkarre gemeinsam Leute zu Brei. Nun gut, aber lassen wir das. Dann würde ich sagen, reden wir über Lei. Wie wird der Name ausgesprochen? Laut Hörbuch Lee. Lee, okay, damit kann ich leben. Ja, meiner Meinung nach, und hier möchte ich dann wieder mal die klassische Diskussion einbringen, King und Frauenfiguren. Die kann nichts, die ist nichts, die macht nichts. Und eigentlich ist die bei King wie immer alle Frauen nur da, um die ja eigentlich guten Jungs auseinanderzutreiben und einen Konfliktpunkt zu sehen. Ansonsten macht die nichts, oder? Weißt du, an wen sie mich erinnert hat? Hm? An Susan aus Brennen muss Salem. Ja, das genau. Das war genau so eine gute, nichtssagende Frauenfigur, die überhaupt keinen Sinn hatte. Die nicht wehtut. Genau. Einfach nur da ist. Hat schöne Beine. Ja. Macht sie ab und zu mal breit. Das einzig Besondere ist, dass sie eben, wenn man es so liest, natürlich eigentlich mit einem super hübschen, bodygebildeten Jungen ausgehen müsste, stattdessen aber dann eben bei diesem pickligen Arnie landet. Ja, deswegen vögelt sie hinterher seinen footballspielenden besten Freund. Allerdings muss man sagen, dass Arnie zum Zeitpunkt nicht mehr picklig ist und sie ihn auch nicht picklig kennt.
ist ein guter Punkt, ja. Aber da sind wir uns einig, dass die wieder nur das klassische Konfliktpotenzial ist, dass Frauen nur da sind, um das Böse zu sehen, ja? Deswegen heißt ja auch das Auto Christine. Das könnte ja auch Christian heißen. Ja, also ich habe auch gerade überlegt, was mir über Lee einfällt, und ich muss sagen, es ist nichts. Also nichts, was irgendwie wirklich wichtig wäre. Gut. Dann würde ich sagen, kommen wir doch zu LeBray. Und da ist die Frage, der wird ja als Arschloch so dargestellt grundsätzlich erstmal, weil er ist halt ständig am Schimpfen und Rassist und was weiß ich nicht alles. Und alle sind ja Stinker und Idioten und blöd und was weiß ich nicht alles. Aber da ist für mich die Frage, würden wir den als Arschloch sehen, wenn es uns nicht so auf die Stirn gemeißelt wird? Und vor allem, ist der halt so ein Geschöpf seiner Zeit? Würden wir den anders wahrnehmen, wenn wir ihn in den 50er Jahren gelesen hätten? Und wir empfinden den nur als so schlimm, weil er halt aus jetziger Sicht schwierig ist? Ich glaube, das ist ein zeitloses Arschloch. Der wäre in den 50ern genauso ein Arschloch, der war in den 70ern so ein Arschloch, der wäre heute so ein Arschloch. Ich glaube, der ist einfach so geschrieben als Arschloch. Okay. Und laut Aussage seines Bruders war er als Kind auch schon ein Arschloch. Okay. Und was, wofür er nicht kann, ist, dass der Name für mich am Anfang schwierig zu lesen war, weil wenn man das L weglässt, ist es eBay. Und jetzt LeBay, also das. Aber das gab es bei Kings Zeiten noch nicht. Da kann er nichts für. Na gut, dann solltet ihr vielleicht, ich weiß nicht, ob ihr das machen wollt, über Christine als Charakter reden oder nicht? Ja, schon. Christine ist der Hauptcharakter des Buchs. Dann reden wir mal über Christine. Es ist eine Frauenfigur mit all ihren schönen Seiten. Sie ist verführerisch, sie ist femme fatale im klassischen Sinne. Sie zieht alle anderen ins Verderben, um ihre eigene Agenda zu verfolgen. Sie ist eifersüchtig. Ja, wie steht ihr zu Christine als Charakterisierung an sich? Sie ist endlich mal eine Frauenfigur, die nicht langweilig ist. Das hatten wir selten bei King. Und geboren im September 1957. Als Arne sie kauft, hat sie schon so ein paar Meilen drauf, 97.432. Und sie hat ja zu der Zeit auch schon ein paar Leute auf dem Gewissen. Und ja, jetzt können wir wieder diskutieren, LeBay oder das Auto. Aber ich würde es in diesem Fall mehr auf das Auto schieben, den Tod von LeBays Tochter und von seiner Frau. Ich glaube, da haben sie aber auch zwei gefunden, die gut zusammenpassen. Mhm. Ja, das wäre jetzt vielleicht auch wirklich der richtige Zeitpunkt, um darüber zu diskutieren, ob Christine das Böse ist oder LeBay. Und wie gesagt, das Ganze hat halt viele, viele Ebenen, sag ich mal. Auf der einen Art, es wird angedeutet, dass LeBray sich damals genauso magisch davon angezogen gefühlt hat und sie waren quasi fabrikneu füreinander bestimmt und haben sich auch von Anfang an gegenseitig so beeinflusst. Aber zu dem Zeitpunkt ist noch nicht ganz raus, wie gesagt, ist Christine da schon in irgendeiner Form eine Entität oder nicht? Aber wenn sie zu dem Zeitpunkt noch nicht die Kraft ist, sondern LeBray das Arschloch, das aber seine Energie in das Auto reinprojiziert oder wie auch immer, wieso dann dieses Menschenopfer an das Auto? Das würde wieder signalisieren, dass sie doch an sich schon böse ist. Wie versteht ihr das? Also, da Christine ja auch diese Fähigkeit hat, sich selbst zu reparieren oder sich selbst zu heilen, sagen wir mal, mit dem rückwärts laufenden Kilometerzähler, würde ich schon sagen, dass das Auto eine böse Macht an sich ist. Das wird nicht gesagt, ob sie das auch schon immer konnte. Es kann ja auch sein, dass er das erst mit seiner bösen Energie quasi aufgeladen hat, diesen Effekt. Denn er hat sie ja werksneu gekriegt ursprünglich mal. Da konnte sich ja noch nichts zurückdrehen. Ja doch, natürlich. Von 0 geht's dann zurück auf 9999 und so weiter. Weil das ist auch so eine Frage, die habe ich mir aufgeschrieben. Was würde passieren, wenn der Tacho wieder auf 0 steht? Ja, dann geht's halt wieder zurück. Das sind ja runde Scheiben, die sich da drehen. Damals jedenfalls, ja. Im Film ist es viel klarer, weil da bringt Christine bereits auf dem Laufband einen Arbeiter um.
Okay, also ein quasi der Mangler. Genau. Ja, den wollte ich auch noch anbringen, als Vermutung, dass irgendwie sowas wie beim Mangler passiert sein könnte, dass da ja irgendwelche komischen Zufälle passieren, die sie böse machen. Okay. Christian? Also ich sehe es schon als selbstständige Figur, wie man so sagen kann, für mich auch. Ich habe nichts Früheres entdeckt, eben auch so die Urform von Maschine, Technik, die eben irgendwie ein Leben in sich hat, also später dann irgendwelche Technik, Roboter, Maschinen, die sich dann auch wieder selbst heilen können, das kennen wir ja dann von später auch. Also für mich war das immer so die Urzelle der Maschine, die eben ja selbst eine Macht hat und vor allem diese Selbstheilungsgeschichte, das ist so die zentral der erste Erfindung, für mich zumindest. Mhm. Okay. Ja, fassen wir vielleicht mal zusammen, was Christine so alles tut. Also wie gesagt, sie verführt Arnie, obwohl sie ja eigentlich optisch eine totale Schreckschraube ist, aber sie hat eben diese innenliegende Kraft dieser Verführung, dass nur er ihr wahres Herz erkennt und so weiter. Also eigentlich ist das ein total romantisches Buch, wenn man so möchte. Hab ich jedenfalls so gelesen. Aber natürlich ist es eine Liebe, die ins Elend führt. Also es ist definitiv eine der besseren Beziehungen, die King bisher beschrieben hat. Sagen wir realistisch, nicht besser. Also in Anbetracht der Tatsache, dass ich mich jetzt gerade an das Puppenhaus erinnere, doch auch besser. Das war ja nicht King. Ja, aber irgendjemand muss es ja verbrochen haben. Nein, aber also generell für mich liest sich das oder las sich das wie eine sehr schöne fatalistische Liebesgeschichte. Und ich mag sowas. Wenn es fatalistisch ist, rapp ich da ein bisschen was weg. Aber wie gesagt, was passiert denn? Als sie noch bei LeBray ist, kommt es eben dazu, dass seine Frau, ihre Tochter, hinten auf der Rückbank sitzt und sich an einem Stück Hamburger verschluckt. Und statt das Ganze, das Heimlichmanöver wird wohl so angedeutet, war wohl noch relativ neu oder wie auch immer, aber statt das Kind aus dem Auto zu zerren, zerrt er es zwar erst aus dem Auto, setzt es dann aber wieder rein, damit es im Auto stirbt, als er merkt, dass er nichts mehr machen kann. Wie sehr er das da wirklich versucht hat, bleibt so angedeutet. Und zweitens wird eben angedeutet, dass seine Frau sich dann später in Christine das Leben genommen hat. Beziehungsweise, wie weit das freiwillig passiert ist, ist dann auch eben so ein bisschen angedeutet zweifelhaft. Und das Ganze? Nur gerade das Heimlichmanöver wurde 1974 erst erfunden, also das gab es damals tatsächlich noch nicht. Okay, dann war das später, weil das kommt später dann zur Sprache. Denn Lee sitzt im selben Auto wieder mit Arnie zusammen, als die beiden noch zusammen sind. Und auch sie verschluckt sich an einem Hamburgerstückchen. Da ist allerdings zufälligerweise ein Anhalter mit dabei, der ihr das Ganze eben mit dem neu erfundenen oder relativ neuen Heimlichmanöver dann aus der Lunge holt. Und Arnie sitzt mehr oder weniger tatenlos daneben, aber halt auch, da eben dieses Manöver wohl so neu ist, lässt sich das deuten, als entweder er weiß nicht, wie er das tun soll, oder er möchte halt dasselbe Menschenopfer abbringen wie LeBway. Hier gibt es übrigens einen, wenn ich es einflicken darf, ja, Drehfehler kann man es nicht nennen, aber kennt es ja von Filmen, wo so unlogische Sachen passieren. Und ich habe mal da so ein bisschen recherchiert jetzt auch. Und genau diese Szene, die du ja gerade beschreibst, der Anhalter steigt über die Hecktür aus und ein. Aber ein 58er Fury hat keine Hecktür, ist ein Zweitürer. Also es gibt in dem Buch so ein paar kleine Fehlerchen, die ich ehrlich gesagt selbst nicht bemerkt habe. Das muss ich zugeben, aber ganz interessant. Und das zweite Interessante fand ich, wie offen, also da, weil du hast jetzt gesagt Hamburger, also es wird ganz klar McDonald's ständig angesprochen, Kentucky Fried Chicken auch immer wieder mal. Ich weiß nicht, ob man das heute in Büchern noch machen würde, aber da, also diese Ketten werden also ständig erwähnt und zwar ja großenteils eher negativ. Das ist mir tatsächlich gar nicht aufgefallen. Nicht nur beim Ersticken, sondern auch später dann immer wieder, wenn irgendwie um schlechtes Essen oder so, dann war er so ganz klar McDonald's und sowas. Ab King hat das aber öfter, dass er so tatsächlich im Marken verwertet. Ist aber interessant, aber du hast die Deutsche auch gelesen, ne, Christian?
Ich habe das Deutsche gelesen. Ja. Hm, okay. Nee, das ist mir echt tatsächlich entgangen. Das habe ich nicht mehr gekriegt. Passt aber auch, da reden wir gleich bei der Symbolik da nochmal drüber, ins Gesamtbild. Was gibt's noch zu Christine zu sagen? Habt ihr noch in dem Sinne erstmal irgendwas, was ihr unterbringen wollt unbedingt? Ja, ich finde, dass sehr gut beschrieben ist, wie dieses Auto quasi eine eigene Seele hat. Also ich finde das, also zumindest der deutschen Version schriftstellerisch, schon klasse gemacht. Für mich war auch dann schon aus der Studentenzeit dieses Klassische, das Auto steht irgendwo im Dunkeln und plötzlich Klang gehen die Lichter an, wie zwei Augen, die sich aufschlagen und wirklich gucken und schauen. Und das war für uns auch früher, vor allem als wir dann selber unsere eigenen Autos hatten, echt bestimmend. Immer diese Christine-Szene, wenn dieses Licht angeht. Wir haben uns manchmal auch einen Spaß draus gemacht. Im Campingplatz zum Beispiel war ich mal in meinem Auto gesessen und habe Radio gehört, war alles dunkel. Und dann ging jemand direkt vor meinem Auto vorbei und dann habe ich auch so Christine-mäßig das Licht angemacht. Also Christine war da wirklich dann immer präsent, weil es einfach so toll beschrieben war und tatsächlich aus dem Buch. Das ist also eins von wenigen Büchern, wo ich jetzt ehrlich gesagt zum Beispiel den Film nicht gesehen habe. Ich bin nur von dem Buch beeindruckt. Okay, das ist bei mir, da war ich mir nämlich ernsthaft nicht sicher. Ich habe den Film damals gesehen. Ich fand den jetzt nicht gut, aber ich war mir jetzt beim zweiten Lesen wirklich auch nicht mehr sicher, ob ich so vorgeprägt bin von dem Film, dass es so als Film vor mir abläuft. Oder ob es wirklich am Buch liegt. Aber wenn du sagst, es liegt am Buch, das glaube ich dir. Also ich habe mir den Film extra nochmal angeguckt. Und es gibt einige Unterschiede zum Buch, was aber halt auch daran liegt, dass der Film halt schon gedreht wurde, als das Buch noch gar nicht fertig geschrieben war. Man kann es gucken, es fehlt ziemlich viel. Aber ich habe da ein interessantes Zitat gefunden, weil die Produzenten des Films haben King dann irgendwann mal gefragt, wie ist das jetzt? Ist das Auto jetzt böse geboren oder ist es besessen von LeBay oder von einem bösen Geist? Und King hat geantwortet, I don't know, you do whatever you want. Also, ja, das ist die typische King-Herangehensweise. Ja. Das beantwortet ja Delas Frage von vorhin mit dem 0-Kilometer-Stand. Genau. Jetzt ist die Frage, ich möchte jetzt mal ganz böse sein. Ist Christine böse oder ist Christine einfach ein Werkzeug der ausgleichenden Gerechtigkeit? Ich glaube, sie ist böse. Böse. Bin ich wieder anderer Meinung. Es ist auch wieder, wieder der klassische Vorreiter. Nicht nur, dass Technik lebendig wird, sondern man kriegt ja mit am Anfang des Buches, was andere alles Böses machen, hauptsächlich zu Arnie, aber genau, auch zum Auto. Genau. Und dann, das ist eben so der klassische Rachefilm, also Serial Mom, wo also diese liebe Mutter dann später alle umbringt, die ihren Kindern oder ihrer Familie irgendwas, und wenn es nur ein dummer Spruch ist oder eine schlechte Note in der Schule. Und das ging, finde ich, auch mit Christine los. Und dahergehend, die wehrt sich gegenüber Arnie und wehrt sich auch gegen über sich selber mit übertriebenen Mitteln, das ist ganz klar, darf man nicht, muss man ja heutzutage auch feststellen. Ne? Also böse, ja, aber böse geworden, weil andere so scheiße sind. Und wenn ich schon das Wort sage, sage ich es ganz bewusst, denn diese anderen werden ja immer in der deutschen Version als Scheißer bezeichnet. Das kommt also ständig vor in dem Buch, immer wieder diese Scheißer, das sind also alles die, ja, drumherum die Bösen, die ja letztendlich fast auch alle überrollt werden. Mhm. Und das, es beruhigt mich, dass du das genauso siehst, weil das ging mir an dem Buch so nah. Wie gesagt, erstens habe ich das Ding als Romanze gelesen, was man vielleicht auch als gesunder Mensch wahrscheinlich auch nicht tun sollte, aber es ist halt, ja, das war für mich so eine Bonnie und Clyde Geschichte. Das war so ein klassisches, sie tut das, wozu er eigentlich nicht in der Lage ist. Sie bringt ihn aus seiner eigenen Lethargie. Sie nimmt Dinge in die Hand, die er selber nicht in die Hand nehmen würde, weil er sich nicht traut, auch wenn er es vielleicht gern würde. Und es hat jetzt, außer der Tochter, außer dem kleinen Mädchen,
niemanden erwischt, der es nicht verdient hätte. Die Eltern sind scheiße von Arnie, die können weg. Da habe ich auch die ganze Zeit gedacht, also wenn es das Auto nicht macht, schlage ich sie gleich selber tot. Dann, wie gesagt, dass es dann später auf Dennis und Lay abgesehen hat, das ist jetzt auch nicht unbedingt verwunderlich. Ja, also eigentlich, und die Chaoten, die das Auto halt kaputt gemacht haben, die Penner, ich finde das alles natürlich mit überzogenen Mitteln, wie du schon sagst, aber es hat keinen erwischt, der es nicht verdient hätte. Und die Sache mit dem kleinen Mädel, das in dem Auto erstickt, das ist halt wirklich nicht ganz raus, wie viel davon wirklich einfach nur Unfähigkeit war und wie viel davon Zuschreibung ist, dass muss ja das Auto gewesen sein, weil wir wissen ja inzwischen, dass das Auto böse ist. Ja, aber als Lee da beinahe erstickt, das war, da war ja noch nichts mit Dennis. Da war aber sie Christine wollte ihm auch nur das Auto wegnehmen und sie wollte auch, war immer gemein zum Auto und hat da immer böse drüber geredet und wollte nicht gern einsteigen und alles. Ja, ob das ein Mord rechtfertigt sein eingestellt. Außerdem ist eine Planschkuh. Ich kann die nicht leiden, die kann weg. Ja, außerdem, Arnie gehört Christine und nicht irgendeiner der hergelaufenen Tussi. Also genau. Wirklich. Die ihm ja sowieso nie treu wäre, weil sie steht ja eigentlich auf Footballspieler. Und sie hat Arnie ja nur lieb, weil er jetzt keine Pickel mehr hat gerade. Ich sehe deinen Punkt. Ich stimme nicht zu, aber ich sehe deinen Punkt. Also eigentlich wie immer. Gut, okay. Ja, wie gesagt, es gibt dann ein paar lustige Morde. Die Chaoten, die das Auto kaputt gehauen haben, werden dann weggemacht. Die Eltern erwischt es dann Gott sei Dank auch. Es gibt dann auch ein paar hübsche Szenen. Also gerade die Verwendung von Wetter und von Schnee und so Dingen, das fand ich allgemein sehr hübsch in diesem Buch. Es gibt sehr viele kleine Kleinigkeiten, eben zum Beispiel Schnee und Kontrollverlust. Oder diese ganze, ja, die Verdeutlichung von Verfall, einerseits das Rückgängigmachen durch den rückwärtsdrehenden Tacho, aber gleichzeitig das Ziehen von Lebensenergie bei Arnie, der eben immer mehr auf sein Stützkorsett angewiesen ist und diese Dinge. Aber eben auch die Arbeit mit Musik, um die Zeitschiene darzustellen. Also das fand ich so alles kleine, winzige Elemente in dem Buch, an denen ich wirklich Spaß hatte. Die vollkommen abseits vom Inhalt sind. Ja, das stimmt. Diese Kleinigkeiten, die haben viel zur Atmosphäre beigetragen. Da muss ich dir leider zustimmen, ja. Was ich aber auch interessant fand, waren so die ersten Veränderungen, die man bei Arnie mitbekommt. Wir haben eben über die Scheißer geredet. Das ist ein Begriff, mit dem LeBay so ziemlich ja, alle bezeichnet. Und wenn man Arnie kennenlernt, da flucht er nicht. Ich meine, wir haben ja schon beschrieben, dass er so der Verlierer ist aus einem sehr intellektuellen Haushalt. So Worte benutzt er eigentlich nicht. Und im Laufe der Geschichte fängt er immer mehr an, alle und jeden als Scheißer zu bezeichnen. Und dann kommen natürlich diese körperlichen Veränderungen dazu, die wie LeBay auch, die Rückenverletzung und so weiter. Diese Verwandlung von Arnie, dass die ja nicht nur geistig ist, sondern auch körperlich ist. Das hat mir echt ganz gut gefallen. An der Stelle vielleicht gleich mal einhaken, denn diese Verwandlung von Arnie, finde ich generell, hat einen sehr relevanten Knackpunkt, denn es gibt ja immer noch so Phasen, wo er sich so ein bisschen dagegen wehrt und wo ihn das Ganze selbst Angst macht, wo er auch ja versucht, die Wahrheit für sich selber so ein bisschen zu verdrängen. Da gibt's auch einen schönen Satz, an der Stelle zitiere ich mal. Ich glaube, dass jeder Mensch in seinem Kopf einen Spaten hat, den er in kritischen Momenten seines Lebens dazu benutzen kann, auf dem Grund seines Bewusstseins einen Graben auszuheben, in den er dann alles hineinwirft, was ihn belästigt oder quält. Weg mit dem Zeug. Beerdige es. Nur dass dieser Graben bis tief ins Unterbewusstsein reicht und manchmal werden die Leichen, die man dort hineingeworfen hat, in den Träumen lebendig. Also er hat zu großen Teilen bis kurz vor Ende des Buches noch sehr viel mit sich zu kämpfen und sehr viel zu verdrängen. Aber er kommt dann irgendwann an den Punkt, wo das nicht mehr nötig ist. So habe ich es jedenfalls gelesen. Und das war für mich der Punkt,
der echte Arnie, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass zumindest der Geist von LeBray oder die Boshaftigkeit von LeBray als Besessenheit doch zusätzlich zu Christine noch eine Rolle spielt, dann wurde er zu einem ganz bestimmten Punkt ausgetauscht. So habe ich das Buch verstanden. Also dann wurde quasi wirklich seine Seele übernommen. Und das war für mich die Szene, als er beim Pizzaessen gegen die Schneewehe fährt. Ging euch das auch so oder habe ich das überinterpretiert? Ich würde sagen, dieser Wechsel fängt eigentlich schon ja, mit dem Tod von LeBay an. Und ich möchte jetzt mal die Theorie aufstellen, dass wir es hier wirklich mit einer Liebesgeschichte zu tun haben. Aber nicht zwischen Arnie und Christine, sondern zwischen LeBay und Christine. Genau. Ja, dass LeBay über den Tod hinaus das Auto nicht gehen lassen will und das auch wirklich mit allem verteidigt, was sein Geist zu bieten hat. Genau, und das würde ich auch, wie gesagt, würde ich komplett so unterschreiben, wie du das sagst. Aber dafür, dass das möglich ist und endgültig ohne ständiges Hin- und Herflackern, dazu muss Arnie auch als Person endgültig sterben. Und das ist meiner Meinung nach diese Szene mit der Schneewehe. Wir haben auch später noch Arnie, der auftaucht in dieser Geschichte. Also ich denke, es ist noch nicht die endgültige Verwandlung, sage ich jetzt mal. Okay. Jonas? Ich habe das also relativ spät gesehen, dass eben ja diese LeBay oder dass Arnie praktisch die Position von LeBay annimmt und das eben durch Christine. Ob das jetzt aber LeBay ist, der das steuert oder Christine, kann ich nicht sagen. Okay. Jonas? Also an die Szene mit der Schneewehe kann ich mich gerade gar nicht erinnern. Aber dieses immer wieder Wesensarten von LeBay annehmen, da habe ich mich auch gefragt, okay, ist das jetzt wirklich LeBays Geist, der das machen will, oder ist das Christine, die versucht, Arnie immer weiter in LeBay zu verwandeln, weil die zwei halt irgendwie eine Art Symbiose haben. Ja, vielleicht und gibt LeBay auch Christine, ich verstehe. Ja, und LeBay halt, da ist ich ganz sicher, will er sich am Ende von Christine befreien, indem er sie verkauft und verrotten lässt? Oder ist es ein Plan, dass er quasi über den Tod hinaus mit ihr verbunden sein will? Beides ist nicht unlogisch in diesem Setting. Was es ist, kann ich nicht sagen. Das ist ein schöner Gedanke, das stimmt. Weil die Frage, warum er sie überhaupt verkauft, die hat sich mir auch gestellt. Denn es war ja für meinen Geschmack, war er ja auch zu obsessiv, um sie freiwillig zu verkaufen. Und dann diesen, in Anführungsstrichen, leicht beeinflussbaren Menschen doch durch Zufall zu finden, den sich Christine ja aussucht. Christine mit ihrer ewigen Weisheit und ihrem ewigen, allüberblickenden Wissen. Die wusste dann wahrscheinlich, ich möchte gerne mein Leben lang mit dir zusammen sein und diese ganze Romantik-Geschichte. Und dass sie wusste, Arnie ist schwach genug, dass selbst ein LeBray ihn emotional und geistig überwältigen kann. Und dass deswegen sie ausgerechnet ihn ausgesucht hat, damit Arnie einen Wirtskörper hat, sag ich mal. Würde ich auch so sehen. Wobei ich vermute, dass wir uns mehr Gedanken machen als King beim Schreiben der Geschichte. Aber ich glaube. Ja, gut, davon lebt der Podcast, aber. Aber doch, so würde ich das auch sagen, ja. Habt ihr irgendwas zum Inhalt, wo ihr jetzt an Schlüsselszenen nochmal drüber reden wollt? Ich möchte mich an dieser Stelle nochmal ausdrücklich über die bescheuerten Eltern aufregen. Die machen mich wahnsinnig. Und da ist ein schönes Zitat, ich such's mal kurz. Moment. Regina, also das ist die Mutter von Arnie, Regina konnte sich nichts Schlimmeres vorstellen und dass es ihrem Sohn offensichtlich vollkommen gleich war, ob sich über ihn totlachte oder nicht, brachte sie noch mehr in Rage. Und diese Person, wie gesagt, hätte das Auto nicht in der einen oder anderen Hinsicht der Probleme gelöst, beziehungsweise der Truck dann, ich hätte es selbst gemacht. Die macht mich so wahnsinnig, die Frau, in ihrer ganzen Hysterie, in ihrer ganzen, ja, und die anderen gucken schon komisch und da steht ein halb verrottetes Auto vor meiner Tür und es passt ja nicht in diese gute Nachbarschaft und wer da gute Ruf und, oh, ging die mir auf den Keks. Bin ich da als Einzige so aggressiv drauf geworden oder ging euch das auch so? Du hast meine volle Zustimmung. Die Frau war schrecklich. Gut.
Ja, sehe ich auch so. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mir da so arg aufregen muss wie du, aber im Prinzip ist das die Figur, die so gezeichnet worden ist, ja. Aber auf der anderen Art, die Eltern von Dennis gingen mir genauso auf den Keks. Dieses ständige, ja, du weißt, du kannst immer mit uns reden. Und ja, aber du musst uns nichts erzählen. Wir vertrauen dir, dass du das Richtige tust. Und das wird schon alles gut werden. Wie immer, die älteren Charaktere in King-Büchern, die kannst du alle in einen Sack und alle totlummen. Das ist furchtbar. Kann der kein... Also ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Das Schlimme ist, dass der einzige ratgebende Charakter in dem ganzen Buch das Arschloch von LeBoy ist. Denn da gibt ja sogar mal einen freundlichen, also für seine Verhältnisse freundlichen, Ratschlag an Arnie. Der sagt nämlich zum Beispiel, während er das Auto verkauft, mein Junge, Sie sind wahrscheinlich noch zu jung, um Weisheiten anderer schon zu beherzigen. Aber ich sage es Ihnen trotzdem. Liebe ist ein Feind. Er nickte bedächtig. Ja, die Dichter interpretieren die Liebe immer wieder falsch. Einige sogar absichtlich. Die Liebe ist ein Schlechter. Liebe ist nicht blind. Die Liebe ist ein außerordentlich scharfsinniger Kannibale. Die Liebe ist gefräßig wie eine Heuschrecke, immer hungrig, niemals satt. Und so eine Ansprache mal von einer älteren Person in diesem Buch hätte schon mal was geändert. Aber nein, wir haben ja einen super Footballspieler, dem sowieso alles in den Arsch kriecht. Der wird noch von hinten getätschelt von Mama und Papa. Und wir haben einen picklichen Verlierer Arnie, der noch von seinen bescheuerten Eltern noch mehr auf den Sack kriegt. Entschuldigung. Schon gut. Wunderbar. Was ich sehr interessant finde, ist, dass wir bis jetzt, und ich möchte damit nicht sagen, dass wir darüber reden sollen, aber dass wir bis jetzt Wilder Nell, den Werkstattbesitzer und die krummen Geschäfte, die Arnie für ihn macht, noch überhaupt nicht erwähnt haben. Das ist nämlich auch etwas, das im Film überhaupt gar nicht vorkommt und das ich für das Buch vollkommen überflüssig finde. Und ich wollte nur sagen, dass ich das witzig finde, wir brauchen nicht weiter drüber zu reden. Ich glaube ganz ehrlich, das war eine Anspielung, die King irgendwann mal in seinem Universum weiterspringen wollte und es nie gemacht hat. Ich glaube, der ist nur dafür da, um theoretisch einen Ansatzpunkt für irgendwelche anderen Gangstergeschichten, für diese klassischen Gangsterganoven, die wir ja auch in den Kurzgeschichten überschneiden schon manchmal hatten, dass das so ein Anschnittpunkt sein sollte, den er aber nie verfolgt hat. Ansonsten hat das keine Funktion. Und auch der Kommissar, der Inspektor, der ihm ja lange, Name habe ich jetzt gerade nicht drauf, weil mein Namensgedächtnis so schwierig ist, aber wo man lange dachte, naja, der kommt ihnen wahrscheinlich doch drauf, der war ja wirklich ganz nah dran und dann wird er aber doch überfahren und dann war es das auch mit der Geschichte. Mhm. Genau. Also ja. Ich fand bemerkenswert, ich weiß jetzt allerdings nicht, darf man erzählen hier in dem Podcast, wie es ausgeht? Oder? Ja, natürlich. Schon, natürlich. Ne? Wobei jetzt, wie es ausgeht, muss ich gar nicht so erzählen, aber über den Dennis haben wir ja gesprochen, so farblos, aber am Schluss dreht der natürlich enorm auf, wie er da in diesem riesigen, fetten Monsterlaster sitzt. Der hat ein gebrochenes Bein, kann also die schwere Kupplung nicht treten. Und macht dann eine Konstruktion mit einem Schrubber, wo er dann die Kupplung tritt und damit dann dieses Auto fährt gegen Christine. Also ich fand es einfach spannend letztendlich auch. Und auch dieser Dennis wird zumindest dann am Schluss ja schon so eine Art Held. Und als dann der Schrubber noch abgebrochen ist, dann tritt er doch mit seinem gebrochenen Bein da drauf, weil egal, dieses Christine muss einfach platt gemacht werden, egal was da ist mit dem Bein. Und ich das Mädel dir vollkommen auch, ne? Zu, warte mal ganz kurz. Aber er wird ja auch wieder nur zum Held, weil er ja weder Lay oder Lee weder die Chance gibt, das statt ihm zu erledigen. Und sie zweitens ja auch, wie gesagt, dull und farblos ist, weil sie muss ja eine weitere Frauenrolle sein. Aber der logische Schritt wäre ja gewesen, pass auf Mädel, ich hab mir das Bein gebrochen, da ist die Kupplung, da ist das Gas, mach mal. Ja, sie hat ja nur die Aufgabe gehabt, die haben ja Teamwork gemacht, dann da dieses Tor aufzumachen. Sie sollte ja, aber dann eigentlich flüchten. Das hätte er ja mit dem gebrochenen Bein viel einfacher machen können, als das beschissene Auto zu bedienen. Und es wäre auch der viel schönere Schwung gewesen, dass die andere eifersüchtige Ehefrau, der anderen eifersüchtigen Ehefrau oder der Geliebten das Leben aushaucht. Das wäre ein schönes Ende für eine Liebesgeschichte gewesen. Das hätte ich verstanden. Ich frage mich bei dieser Szene, warum hat der Idiot nicht seine Krücke genommen, die einen schönen gummierten Fuß hat, die nicht von dem Pedal abrutscht, sondern baut sich da irgendwas aus dem Besenstiel?
Der hatte doch alles dabei. Dramatik, Dramatik. Trotzdem, spätestens da war er wirklich der Idiot überhaupt. Richtig. Und auch hier wieder dieses typische, die Maschine ist, die böse Maschine ist erledigt, sie ist platt gemacht, die Story ist zu Ende und natürlich regt sich dann doch noch ein kleiner Funken und die Maschine kommt noch mal wieder und die Story ist immer noch nicht zu Ende. Und das wird ja auch in ganz vielen so Maschinen-Roboter-Filmen später immer wieder hergenommen. Genau. Und alleine die Tatsache, dass wir ja die böse, böse, böse industrialisierte Mechanik mit anderer industrieller Mechanik tot machen. Ich meine, hätten wir jetzt so ein Ende genommen wie bei Mangler, dass er da irgendwelche Beschwörungen murmelt, dann wäre das nochmal eine andere Ebene gewesen. Aber nein, wir nehmen ein großes, großes LKW-Dingsi, ich weiß gar nicht mehr, was sie sich genommen haben, und fahren halt einfach das kleinere Auto platt. Das fand ich jetzt auch nicht so spektakulär. Sie hatten einen Scheißesauger. Ein Truck, der dazu eingesetzt wird, Fäkalien auf Bauernhöfen, Güllegruben und sowas auszupumpen. Das passt wieder zu den Scheißern. Ja. Und was mich am Finale auch noch stört, ist die Tatsache, dass Arnie einfach offscreen ums Leben kommt. Nee, das fand ich gut. Das fand ich wieder gut, weil aufgrund dieser Tatsache, dass ich das Gefühl habe, die Seele oder der Geist von ursprünglichen Arnie war zu dem Zeitpunkt eh schon weg. Also das finde ich nachvollziehbar, weil da ist ab dem Punkt nur noch Statist. Ja, aber ich hätte es trotzdem gerne gesehen. Da hätte man tatsächlich irgendwie so eine Geistergeschichte noch draus machen können. Es hätten nur ein paar Sätze sein müssen. Weil es wird ja auch erzählt, dass der Fahrer, der sie dann erwischt hat, drei Leute im Auto gesehen hat, obwohl es nur Arnie und seine Mutter waren. Da hätte man tatsächlich noch eine stimmungsvolle, ja, Kurzgeschichte innerhalb des Romans machen können. Jetzt ist die Frage, hat er Christine gesehen im Auto oder hat er LeBray gesehen? Denn ich habe das so vor meinem geistigen Auge so einen Dissoziierungsmoment, dass Arnie und LeBray so ineinander flackern. Das hatte ich so vor meinem geistigen Auge. Dass es möglicherweise kein Unfall war, sondern die beiden um die Macht in Arnies Körper gekämpft haben. Genau. Ja, das denke ich auch. Aber das ist wie so vieles in der Geschichte letztendlich nur Spekulation. Gut. Habt ihr noch was, bevor ich mit der Symbolik kurz anfange? Ich hätte noch einiges, so Kleinigkeiten. Dann sprich. Die 80er waren ja von den 50ern so besessen, wie heute unsere heutige Zeit von den 80ern besessen ist. Es gibt die Fernsehserie Happy Days. Das ist eine Comedy-Serie, die so 70er, 80er Jahre in den USA lief für lange Zeit. Und die in den 50ern spielt. Und die Hauptfigur heißt Arnold. Und Quatsch, nee, die Hauptfigur heißt Richie Cunningham, so, und es gibt ein Restaurant, das heißt Arnold's. Und hier haben wir Arnold Cunningham. Ist bestimmt kein Zufall. Okay. Außerdem, falls es dir nicht aufgefallen ist, wenn man die Buchstaben in Arnold umstellt, erhält man Roland. Was natürlich auch bei Roland LeBay, das passt schon gut zusammen. Ich sag jetzt mal den Satz, den du immer zu mir sagst. Es ist ein schöner Zufall, aber ich glaube nicht, dass es mehr ist. Das weiß ich in diesem Fall gar nicht so. Also ich würde es ihm tatsächlich zutrauen, dass er so im bekoksten Zustand gedacht hat, das ist gut. Ja, okay. Dann gibt es einen sehr schönen Übersetzungsfehler, wahrscheinlich noch mehrere. In der deutschen Erstausgabe wurde Hotlines, es geht hier um die Telefonseelsorge, übersetzt mit heiße Eisen. Und vielleicht sollte man auch noch erwähnen, dass die Musik in der Geschichte eine wichtige Rolle spielt. Die Geschichte hat 52 oder 51 Kapitel. 51. Und jedem ist ein Musikzitat vorangestellt von Chuck Berry, Janis Joplin, Bruce Springsteen und so weiter. Oft geht es um Autos. Und die Musik, die Arnie in Christine im Radio hört, ist auch nie aktuelle Musik, sondern er hört immer Musik aus den 50ern. Und es scheint ihm auch gar nicht aufzufallen, dass da gar nichts Aktuelles läuft. Das hat auch, ja,
mit der Besessenheit von Christine und mit der Besessenheit durch LeBay zu tun. Was ich auch so interessant gemacht finde. Da möchte ich noch einwerfen, das gesamte Programm, also auch die Nachrichten, sind aus den 50ern, die im Radio da kommen. Genau. Und ich glaube, aber das kann ich mir auch sein, dass ich das mir falsch angelesen habe, aber ich habe so den Eindruck, das wird auch immer schlimmer. Also am Anfang ist es wohl noch so, dass man da entweder gar nichts reinkriegt oder auch mal was anderes. Aber desto mehr eben diese Besessenheit wächst, desto mehr in der Zeit zurück bleibt das Ding auch hängen. So habe ich es jedenfalls gelesen. Ja, das habe ich auch so gesehen. Ja, okay. Das stimmt so. Dazu gibt es auch noch einen interessanten Punkt. King musste dafür, dass er diese Musikzitate benutzen kann, natürlich die Musiker fragen, darf ich das? Und das kostet natürlich auch ein bisschen was. Und weil der Verlag dafür nicht bezahlen wollte, hat er aus der eigenen Kasse $15,000 hingelegt, um diese Musik, also diese Textschnipsel benutzen zu können. Und im Original muss es 3 kleingeschriebene Seiten Copyright-Infos nur zu diesen Liedern gegeben haben. Okay, das ist cool. Aber den Gag bringt er ja öfters. Den hat er ja ins The Stand auch schon gebracht, dass er da ab und zu mit Liedtexten einleitet und so weiter. Finde ich aber eine ganz hübsche Marotte von ihm. Ja, das stimmt. Ich wollte mir eigentlich alle Lieder nochmal anhören, die angespielt werden, aber das habe ich dann nach dem Urlaub doch wieder vergessen. Ja, mir war es auch aufgefallen und auch da eben in anderen Büchern meine ich, dass da auch nicht in jedem Kapitel, aber doch immer wieder mal ein Kapitel so eingeleitet wird. Genau, also vor allem, wie gesagt, in The Stand hat er das auf jeden Fall drin. Im Dunklen Turm auch, logischerweise, weil wenn es in The Stand drin ist, ist es auch im Turm. Also das macht er öfters. Das hat er auch gegen Ende hin auch in den neueren Büchern immer noch gemacht. Also das scheint wohl so ein kleiner... Ja, gut, es ist halt auch eine schöne Art, um Dinge zeitlich einzuordnen, ne? Ja, aber das findet man ja bei vielen Autoren, aber solche Musikzitate. Vielleicht nicht so exzessiv wie in diesem Buch, aber doch immer wieder. Genau. Gut, dann würde ich kurz über die Symbolik reden, wenn ihr nichts dagegen habt. Ja, gerne. Wir haben hier einmal, wie immer, diese klassische Kapitalismuskritik. Wie Christian schon gesagt hat, vor allem so Sachen McDonald's und Kentucky Fried Chicken und so weiter und so fort, wird erwähnt, wird aber halt immer in einen negativen Kontext gesetzt. Gleichzeitig haben wir aber alleine die Tatsache, wie LeBray zu Christine kam, der ja eigentlich der totale, auch wirtschaftlich totale Versager ist und so dargestellt wird und diese Obsession an ein materielles Gut bindet, dass ihm alles andere, alle zwischenmenschlichen Beziehungen und so weiter darüber egal werden. Und da habe ich schon wieder so die klassische King-Prägung rausgelesen, dass das ja alles böser Kapitalismus und das entfremdet uns alles voneinander und nin. Und wir lieben ja materielle Dinge viel mehr als Menschen. Ich würde mal annehmen, das seht ihr genauso, ne? Ich mag keine Menschen. Okay. Dann haben wir natürlich wieder das klassische... Das Alte stirbt, Neues muss entstehen, Veränderung passiert immer, ob wir das wollen oder nicht. Eben einerseits die Veränderung von Arnie, andererseits, dass eben je mehr von seinen, in Anführungsstrichen, Feinden Christine zum Opfer fallen, desto mehr verändert er sich, desto mehr kann er, auch wenn es negativ vielleicht empfunden wird, wachsen und sich im Sinne von Coming of Age endlich mal eine vernünftige Entwicklung hinlegen. Aber gleichzeitig diese Sehnsucht, die Zeit zurückzudrehen, wie das eben Christine macht, was halt eigentlich technisch nicht möglich ist. Aber auf der anderen Art, wir wiederholen alle dieselben Fehler immer wieder und immer wieder, wie alle anderen Generationen vor uns auch schon. Und diese Zeitschleife, die eben dem Bösen Vorschub leistet, bei der Möglichkeit zu existieren, die wird ja auch mit reingeschrieben. Ansonsten fand ich diese Symbolik mit dem gebrochenen Rücken ganz hübsch, denn ja, warum ist das eigentlich schlimmer, wenn man sich beim Auto reparieren den Rücken gebrochen hat,
als wenn ein das Leben und die Familie und die bescheuerten Eltern und die bescheuerten Freundin so gramgebeugt zurücklassen. Warum ist jetzt unbedingt das eine schlimmer als das andere? Das fand ich ganz hübsch. Und zum Thema ist Christine schon immer böse. Da wird ein bisschen mit der Mythologie gespielt, denn Dennis bezeichnet Christine zu einem Zeitpunkt als Ifrit. Und das ist ein arabisches Geistwesen, also so eine Art Djinn, aus Feuer geschaffen und kann aber das Leben von Menschen sowohl im Positiven als auch im Negativen beeinflussen. Und im Endeffekt macht es das ja für Arnie. Es macht ja erstmal die Dinge für ihn besser, aber es ist halt für alle anderen scheiße. Also das an der Stelle für die Symbolik, genau. Und wie gesagt, dann natürlich die Verdeutlichung der Zeitlinie mit der Musik. Habt ihr Ergänzungen? Die Farbe Rot mal wieder. Ja. Rot Blut. Dann muss man wissen, habe ich rausgefunden, dass ein 58er Plymouth Fury ausschließlich in Weiß produziert wurde mit goldenen Seitenleisten. Und der LeBay hat aber offensichtlich den speziell in Rot-Weiß bestellt, weil er wollte nicht, dass er so oberklassenmäßig aussieht, sondern eben eher bürgerlich. Aber letztendlich ist Christine eben ein blutrotes Auto und zwar als Besonderheit, weil den 58er gibt es nur in Weiß. Ja, und halt nicht nur blutrot, das ist die eine Deutungsweise. Aber wenn wir halt Christine wirklich als Frau wahrnehmen und charakterisieren, dann kommt halt auch noch dieses Element von Lippenstift und Rot als Farbe der Verführung und dieser Dinge mit rein, das stimmt, ja. Doppelscheinwerfer, besonders hübsch, besonders weiblich, hatte aber dieses Auto auch nicht im Original. Mhm, genau. Hochhackige Reifen. Ja, aber halt generell wirklich diese Darstellung als was ganz Attraktives, Verführerisches, das aber sich erst seinen alten Glanz wieder zurückholen muss. Die Wiederentdeckung ihrer Weiblichkeit durch Ausschaltung ihrer Rivalen. Es ist eigentlich schade, ich hätte zu dem Buch gerne mal jemanden mit einer feministischen Sichtweise. Da müssen wir eventuell noch mal was nachreichen. Das würde mich mal interessieren. Mir fällt gerade noch was ein, von wegen Weiblichkeit oder auch Beziehung, dass das Auto umso schöner wird und Arnie erscheint, je mehr Zeit er mit ihr verbringt. Genau. Quasi das Wachsen einer Liebe. Genau. Gut. Gibt es denn zu dieser Geschichte Querverweise? Flo, das ist dein Job. Ja, da gibt es einen ganzen Haufen, aber bevor ich darauf eingehe, Arnie kauft Christine für $250. Und ich habe mich gefragt, was haben 1978 eigentlich Autos gekostet in den USA? Und ich habe tatsächlich mal nachgeforscht. Und die Preise, ja, es gibt eine schöne Spanne. So ein Chevy Nova hat $3,500 neu gekostet. Und ein Lincoln Continental bis zu 12.000. Ein Cadillac gab es auch für 10.000 mal. Oder ein Ford für 4.000, also mir kommen diese 250 für ein Auto, das zwar ja doch ein bisschen schrottig ist, aber noch fährt jetzt nicht so hoch vor, wie sich alle drüber aufregen. Aber ich fand das ganz interessant. Dann haben wir ganz viele Verweise. Erstmal zu Christine selbst. In S fährt Pennywise einen weiß-roten Plymouth. Außerdem fährt Henry Bowers in derselben Geschichte einen Wagen, der so aussieht wie Christine. In Zeitraffer gibt es Querverweise auf lebende Puppen und lebende Autos, die Leute überfahren, die sie nicht leiden konnten. Und die eine Charakterin Meg Dillon erwähnt auch, dass sie Filme wie Christine liebt. Genau. Filme ist auch ein gutes Stichwort in dem Film Katzenauge. Indem ja eine Katze so zwischen den Teilen herumläuft, wird diese Katze von Cujo auf die Straße gejagt und fast von Christine überfahren. Wir haben auch später noch in der Buick zum Beispiel Spukautos. In der Fernsehfassung von The Shining fährt Dick Halloran ein Auto, das aussieht wie Christine. In Mr. Mercedes gibt es Erinnerungen an diese Geschichte. Und in Der Anschlag taucht auch ein
1958er Plymouth Fury in Rot auf. Außerdem haben wir im Dunklen Turmfilm, den Film, den es nicht gibt, auch eine Spielzeugversion des Autos. Und in der Kurzgeschichte Entschuldigung richtig verbunden gibt es ebenfalls einen Arnie, der in eine Christine verliebt ist. Und als externen Hinweis, es wird auch auf Der Wind in den Weiden im Buch hingewiesen. Und dann bin ich auf noch eine Verknüpfung gestoßen, an die ich mich überhaupt nicht mehr erinnern kann. Deswegen frage ich euch jetzt. Angeblich gibt es in The Stand eine Szene, in der Stu Redman und Tom Cullen ein verlassenes Auto finden. Ein Ford Plymouth natürlich wieder. Und da hängt ein Schlüsselbund dran mit den Initialen AC. Ich erinnere mich nicht daran, aber so steht es geschrieben. Doch, ich glaube ja. Das ist, glaube ich, auf einer dieser Brückenszenen. Aber es wäre mir nie aufgefallen. Drücken wir so aus. Es muss auch in der Neuausgabe sein, weil Stand ja einige Zeit vor Christine erschienen ist. Genau. Naja, gut, muss nichts heißen. Vielleicht hat er ja auch die Idee schon lange mit sich rumgetragen. Gut, gibt es denn dazu noch Ergänzungen erstmal? Leider nein, ihr habt alles gefunden, was ich auch gefunden habe. Also Ace hat mich natürlich interessiert und The Stand mit den Buchstaben. Aber ihr habt gut recherchiert und gut gelesen. Alles da. Dann, bevor wir zu den Zitaten kommen, ist jetzt für mich noch die eine abschließende Frage zu klären. Nämlich, ist Christine wieder da oder ist sie weg? Sie ist da. Das Böse stirbt nie. Wird Dennis auch erwischt? Bitte sagt ja. Ja. Das ist schön. Damit Vielleicht. Kann ich zufrieden ins Bett gehen. Gut, habt ihr denn Zitate? Und wenn ihr jetzt bei dem Buch keine Zitate habt, dann hau ich euch. Ja. Ah, dann fangen wir erstmal an mit dir, Christian. Hast du auch welche? Ja, nicht geschichtsentscheidend, aber es hat mir gefallen und ich habe mir es eben rausnotiert. Da heißt es auf Seite 166, die Neugierde ist der Tod aller Mäuse, die sich das Haus mit einer Katze teilen müssen. Ja, das ist schön. Dann hake ich ein, weil ich habe, wie gesagt, ganz viele. Wir machen immer so ein bisschen abwechselnd, ne? Aus unerklärlichen Gründen war Arnie plötzlich auf etwas gestoßen, was er wirklich begehrte. Und Gnade Gott allen, die ihm dabei im Weg standen. Das ist doch eine schöne Beziehung. Ich finde das schön. Jonas? Es gibt Schüler, die während der gesamten Highschool nie den Mut aufbringen, sich mit einem Mädchen zu verabreden. In 4 Jahren kein einziges Rendezvous. Und das sind beileibe keine Ausnahmen. Und es gibt eine Menge enttäuschter Mädchen, mit denen sich nie ein Junge verabredet. Da kann so mancher Junge schon aus Verzweiflung krank werden und einen Knacks fürs Leben bekommen. Okay. Flo? Ich habe hier eine für dich ausgesucht. Ja. Er erinnerte mich etwas an Moloch, der Gott, den wir im Seminar über die Ursprünge der Literatur behandelt hatten. Ihm blieb nichts verborgen, obwohl er nur ein einziges rotes Auge hatte. Siehst du, Flo, manchmal machst du mich doch glücklich. Nicht absichtlich. Okay, Christian, du hattest noch mehr? Ja, ich hoffe, ich muss jetzt nicht $15.000 zahlen, aber stellvertretend für das, was wir ja schon erwähnt haben, habe ich es aber doch hier rausgeschrieben. Ich probiere es mal. I got a 1966 cherry red Mustang Ford. She got a 380 horsepower overload. You know she's way too powerful to be crawling on these interstate roads. Ist von Chuck Berry. Okay, sehr schön. Dann habe ich noch was, das könnten wir eventuell noch mal kurz diskutieren. Ihr seid ja alle Männer. Und es fällt irgendwann das Zitat, aber das Magische, die Zaubersprüche und die Kraftausdrücke kannst du nur von deinem Vater erben. Wenn der Wagen nicht anspringen will, verfluche ihn und verwende dabei nur Wörter weiblichen Geschlechts. Und an der Stelle muss ich vollkommen zustimmen. Unsere Autos hießen immer wie Frauen und auch das ist mir wirklich auch so beigebracht worden. Das sind so Dinge, die lernt man wirklich nur von seinem Vater. War bei uns nie so, kann ich mich nicht erinnern. Unsere Autos also hatten weder das, nie Namen. Weder das Verfluchen noch die Frauennamen oder was meinst du jetzt? Weder das Verfluchen und Frauennamen hatten die Autos meines Vaters nicht und auch meine Autos und es sind viele jetzt schon
wüsste ich nicht, dass wir da irgendwo mal einen Frauennamen gehabt hätten. Okay. Bei uns heißt immer das Blaue, das Rote, der Käfer, irgendwie sowas. Okay. Mein einziges Auto, was ich hatte und habe, heißt Spaßmobil. Das ist kein Frauenname. Aber meine das behauptest du. Aber meine Motorräder hatten Frauennamen alle. Ja. Mhm. Aber beim Fluchen habe ich... Ich hasse es zu fluchen, deswegen tue ich das nicht. Deswegen beschimpfe ich sie auch nicht. Deswegen, keine Ahnung. Okay. Also ich hatte auch noch kein Auto einen Namen, aber mit dem Fluchen... ja, teilweise könnte ich dazu stimmen. Okay. Aber bei den Motorrädern, das finde ich durchaus interessant, wenn ich jetzt, ich habe über das Thema ehrlich gesagt noch nie nachgedacht, aber bei den Autos ist es der Mercedes, der VW, der Opel, bei den Motorrädern die Honda, die Kawasaki, die Yamaha, die X5 und so weiter. Ich könnte jetzt einen fürchterlich antifeministischen Spruch bringen, aber den verkneife ich mir. Hat was mit der Körperhaltung auf Motorrädern und auf Autos zu tun. Ich verstehe, Thema geklärt. Gut, an der Stelle möchte ich aber noch mal ganz kurz eine kleine Geschichte aus meinem Privatleben erzählen. Ich komme ja aus einer alten Kraftfahrerdynastie, wie ihr alle wisst. Und mein Opa war halt auch schon Kraftfahrer. Und vor einigen Jahren ist jetzt mein Opa halt gestorben. Und ich bin mit meiner Oma so ein paar Fotoalben durchgegangen und habe halt noch mal so mich erkundigt und erzählt und so weiter. Und dann fiel mir ein Bild in die Hände von meinem Opa mit seinem Dienst-LKW halt, den er am längsten gefahren hat. Und unten drunter auf der Rückseite des Bildes war in der passiv-aggressiven Handschrift meiner Oma drunter gekritzelt Gerhard und seine einzige wahre Liebe. Und da musste ich jetzt, während ich dieses Buch gelesen habe, doch wieder sehr dran denken und fand das eigentlich sehr lustig. Ja, das nur dazu. Also das scheint wohl wirklich eine Veranlagungssache zu sein, dass manche Frauen auch auf sowas eifersüchtig sein können. Ja, manche Männer, wahrscheinlich auch manche Frauen, haben zu ihren Autos auch Beziehungen, die ich jetzt nicht so ganz nachvollziehen kann. Für mich ist es immer ein Gebrauchsgegenstand. ja. Okay, dann habe ich noch ein paar Zitate. Und darüber bewegten sich seine Augen ruhelos von einer Straßenseite zur anderen, blickten misstrauisch hinaus in eine Welt, die beherrscht wurde von unfähigen Autofahrern, blödsinnigen Fußgängern und allgemeinem Schwachsinn. Ja, wer das nicht kennt, werfe den ersten Stein oder die erste Radkappe. Ja, eins hätte ich auch noch. Wäre er ein Mensch mit einer lebhafteren Fantasie gewesen, hätte er längst den Verstand verloren. Das war, glaube ich, die Charakterisierung für seinen Vater, ne? Ja. Ja. Ich habe auch noch eins. Heute ist die Entrüstung groß über den Drogenmissbrauch in den Schulen. Die Entrüstung kann ich gut verstehen. Es ist obszön, 15- oder 16-Jährige im Drogenrausch durch die Gegend taumeln zu sehen. Aber trotzdem halte ich den Alkohol für die gefährlichste und gemeinste Droge überhaupt. Und sie ist erlaubt. Mhm. Wunderbar. Schreibt der zugeguckste Säufer. Ja, nur, aber wenigstens in der Aussicht hat er es ja begriffen. Christian, hast du noch eins? Ansonsten noch euch? Ja, kein wirkliches Zitat, es ist eher was Persönliches. Ich, bekanntermaßen bin ich Musiker und ich habe tatsächlich auch einen Künstlernamen, weil der normale Familienname da nicht passt. Und dieser Künstlername ist Lombardi, hat also nichts mit irgendwelchen geraden jungen Fernsehstars zu tun. Und da gibt es auch einen Vince Lombardi, der in diesem Buch vorkommt. Stichwort an der Stelle, haben deine Instrumente Namen? Nein, auch nicht. Okay. Es ist die Oboe, das Klavier, der Taktstock, gibt's keine Namen, nein. Weil ich kenne zum Beispiel Menschen, die ihre Gitarre benannt haben. Deswegen frage ich. Ja, ich verstehe, was du meinst, aber ist bei mir nicht und auch im Kollegenkreis höre ich das eigentlich so gut wie nie. Ich glaube, in der Popmusik ist es eher das, also gerade so E-Gitarren und sowas, da höre ich das gelegentlich mal. Jetzt in der klassischen Musik kommt das sehr selten vor. Es gibt es schon, aber im Alltag nicht, dass ich wüsste. Okay. Je nach Instrument ist das auch vielleicht ein bisschen merkwürdig, wenn einer sagt, boah, ich habe heute Rüdiger so richtig hart geblasen.
Ja, in der Richtung gibt es genug Witze, da kannst du sicher sein. Aber eben, wie gesagt, die Instrumente haben da keinen Namen. Okay. Dann habe ich noch zwei zum Abschluss. Ein bisschen Mogelei ist immer noch besser als eine Menge Wahnsinn. Und zum Abschluss, das fand ich auch eine schöne Referenz an die Literatur. Sie machten beide so bitter ernste und grimmige Gesichter, dass sie aussahen wie Didi Dumm und Didi Dai, wenn Franz Kafka über sie geschrieben hätte. Also, wenn es wirklich Kafkas Alice im Wunderland gäbe, würden wir davon eine Sondersendung machen. Auf jeden Fall. Und die mit Genuss. Dann bin ich gerade beim Zitat noch über eine Bemerkung gefunden, gestolpert. Und zwar wird, als Lee eingeführt wird, wird sie beschrieben als irgendwie mit einem vollkommen makellosen Gesicht, und dass Autoren ja gerne auch schönen Gesichtern immer einen Makel verleihen, aber sie hätte einfach keinen und das müsste so reichen. Aber dann kommt immer mal wieder, dass ihre Wangenknochen thematisiert werden. Unter anderem Lee mit ihrem wunderschönen Gesicht und dann in Klammern, dass durch diese schrägen, fast grausamen Wangenknochen nur noch reizvoller wirkte. Also dieser Makel, den es nicht gibt, der das interessanter macht, den hat, den gibt es dann wohl doch. Das heißt, King hat sich selbst als Autor quasi zum Mainstream gemacht. Okay. Gut, dann würde ich sagen, wir haben jetzt eigentlich alles soweit durch. Wollen wir noch kurz über den Film reden oder sagen wir einfach, den könnt ihr euch angucken, er ist nicht so schlimm wie die anderen. Ich kenne ihn nicht, deswegen keine Ahnung. Ich kenne ihn auch nicht, nur ganz kurze Ausschnitte. Okay. Also der Film ist im selben Jahr erschienen wie das Buch, 1983. Und John Carpenter hat Regie geführt. Das ist eigentlich schon ein Zeichen, dass er nicht ganz so schlecht ist. Man kann ihn tatsächlich auch gucken. Wie gesagt, es ist viel weggelassen. Diese ganze, ja, kriminelle Laufbahn von Arnie ist weggelassen. Und ja, er ist angenehm. Er hat nicht diese Längen, die das Buch hat, aber gesehen haben muss man ihn jetzt auch nicht unbedingt. Gibt es dann noch andere Verwertungen? Es gibt Hörbücher, Deutsch und Englisch, das Übliche also. Und es gibt eine Futurama-Episode, in der das Buch vorkommt. Es gibt auch, glaube ich, eine Simpsons-Folge, wenn ich mich nicht ganz täusche. Kann ich mir jetzt gar nicht dran erinnern. Also zumindest so Anleihen gab es da. Ich muss mal suchen, ob ich es finde. Na, hier versucht jedenfalls eine Vogelscheuche, eine Krähe zu verscheuchen, indem er aus Christine vorliest. Okay. Könnte klappen. Ich kann zum Film nur erzählen, dass vor ein paar Wochen Dela bei mir angefunkt hat über irgendeins der Medien, wie es denn ausschaut mit dem Lesen und wann wir eine Sendung machen könnten. Hab dann geschrieben, ich brauche noch ein bisschen und so und so. War dann auf dem Sofa gesessen, hab dann ein bisschen zappen angefangen und bin irgendwo bei, was weiß ich, RTL 2 lief tatsächlich gerade Christine. Tele 5, es ist immer Tele 5. Okay, das fand ich durchaus gruselig. Also wirklich ein paar Sekunden danach schleicht sich also Christine ganz kurz in unser Wohnzimmer. Wir haben es dann trotzdem nicht geguckt, weil ich habe gesagt, nee, ich will jetzt nicht den Film sehen, ich möchte das Buch lesen und lass den Film weg. Mhm, okay. Gut, dann haben wir soweit alles durch, dann kann ich euch eigentlich nur noch um eure Bewertungen bitten. Und da, Jonas, fang du doch bitte an. Ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt. Es hat seine Längen, das Buch, aber die haben meinem Lesegenuss nicht geschadet. Deswegen gebe ich 17 Punkte. Mhm, okay. Christian? Bei mir brauche ich noch eine Zwischenfrage. Ist das eine Bewertung innerhalb der King-Bücher, die ich kenne, oder alles, was ich je gelesen habe? Ja, haben wir uns noch nicht drüber Gedanken gemacht. Was sagt denn ihr? Ich würde sagen King-Bücher. Dann bin ich auch bei der 17, sonst wäre ich bei der 15. Aber es ist 17, das hatte ich mir vorher schon überlegt. Okay. Flo? Ich mag Coming-of-Age-Bücher, das habe ich schon mal erwähnt, im Gegensatz zu Dela. Das hier ist für mich kein Coming-of-Age-Buch. Deswegen mag es Dela? Deswegen mag ich es nicht. Nein, ich mag es nicht, weil es wirklich extreme Längen hat. Wenn es um, sagen wir mal, um ein Drittel gekürzt wäre, könnte ich mich wirklich damit anfreunden. Aber so hat das Buch doch
sehr viele Fehler. Ich gebe nur 7 Punkte. Gut, dann schließe ich mich den 3 vernünftigen Menschen hier an, den 2 vernünftigen Menschen, denn ich gebe auch 17 Punkte. Flo ist wie immer draußen. Nein, ich habe an dem Buch sehr viel Spaß gehabt. Wie gesagt, es waren wieder Charaktere, die mir nicht egal waren. Ich konnte sie alle nicht leiden, aber sie waren mir nicht egal. Ich konnte mich drüber aufregen. Ansonsten, ich habe ja schon gesagt, diese kleinen Nicklichkeiten, diese kleinen Symboliken und diese Dinge, da habe ich halt immer sehr viel Spaß dran und da war hier wirklich sehr viel drin. Und ansonsten, ich glaube, man sollte es nicht als Horrorroman lesen, dann macht es wahrscheinlich nicht ganz so viel Spaß, sondern versucht es wirklich mal mit diesem Bonnie und Clyde Aspekt im Hinterkopf zu lesen. Und dann gewinnt das ganze Buch, glaube ich, eine Qualität, die durchaus das Lesen auch der Länge wert ist. Ja. Gibt's noch in irgendeiner Form Ergänzungen oder Hinweise, die ihr gerne loswerden wollt? Nein. Immer noch ein Buch, was man lesen kann. Okay. Dann kommen wir ganz kurz zur Hausmeisterei. Wir suchen immer noch Menschen, die mit uns zu Blut podcasten. Wir haben da schon einige Kurzgeschichten verkaufen können. Da wird uns unter anderem der Hendrik begleiten und der Stefan, der Angkor 3D. Und auch einige ganz andere Menschen, die auch wahrscheinlich sehr viel Spaß machen werden. Viele davon, die wir noch gar nicht in der Sendung hatten. Aber wir würden uns trotzdem freuen, wenn sich da noch der eine oder andere finden würde. Wie gesagt, das Buch können wir euch gerne zur Verfügung stellen, wenn ihr es nicht habt. Technik braucht ihr nichts Großartiges. Ihr braucht nur ein Mikro zum Reinreden und Teamspeak oder Skype. Und ansonsten braucht ihr echt keine Angst haben. Also wir sind harmlos. Wir haben selber eine Audioqualität, die halt so ist, wie ihr sie hört. Also wir sind jetzt hier alle nicht die High-End-Produktion. Und wir haben einfach Spaß, mit euch über Bücher zu reden. Und ich hoffe, ihr habt da auch ein bisschen Spaß dran. Ansonsten gibt's eigentlich nichts zu sagen. Wie gesagt, Podstock war toll. Es war schön, dass ihr alle da wart. Und ja, Sprumpel, Flo, hast du noch was? Falls ihr keine Lust habt, mit uns zu reden, aber trotzdem eure Meinung mitteilen wollt, ihr könnt uns auf den bekannten Kanälen erreichen. Schreibt uns eine E-Mail, sprecht uns bei Twitter an. Als nächstes besprechen wir zum Beispiel Friedhof der Kuscheltiere. Wenn ihr zu diesem Buch irgendwas sagen wollt, schreibt es uns, wir werden das dann mit in die Sendung bringen. Genau, das Einzige, was nicht funktioniert, weil ich das wegen Datenschutzgrundverordnung rausgenommen habe, ist die Kommentarfunktion, die eigentliche. Aber ihr könnt uns sowohl auf Twitter als auch auf Mastodon erreichen, wenn ihr das möchtet. Und ihr könnt uns, wie gesagt, auch immer eine E-Mail schreiben oder jeden von uns separat anquatschen, wenn ihr das gern möchtet. Wir werden das dann auch mit eurem Einverständnis auf die Seite stellen, wie wir das ja letztens schon mal gemacht haben. Das würde uns auf jeden Fall sehr viel Spaß machen, mit euch zusammen auch offline zu diskutieren. In dem Sinne, wenn ihr nichts weiter habt, würde ich dann an der Stelle das Ganze beenden. Dann macht das doch. Kommt kein Widerspruch. Ich danke dir ganz herzlich, Christian, dass du dabei warst. Das war wie immer mit dir eine wunderschöne Sendung. Sehr gern, hat mir auch wieder Spaß gemacht mit euch und aktuell steht nichts an, aber wer weiß irgendwann, es gibt ja bestimmt noch eine ganze Menge Bücher, vielleicht klappt es mal irgendwann wieder. Also ich denke, für die nächsten 2 Jahre haben wir auf jeden Fall noch genug Sendungen, wo du uns ab und zu beehren kannst, wenn du das möchtest. Wir würden uns jedenfalls freuen. Ja, gerne. Also ich sag Tschüss an euch und Tschüss an alle Hörer. Und Jonas, auch dir danke ich ganz sehr, dass du da warst. Es hat wie immer viel Spaß gemacht und wir sind dir sehr dankbar, dass du auch bei solchen Büchern uns die Inhaltsangabe machst. Ja, gerne, auch wenn es schwierig war. Vielleicht auch auf den letzten Drücker mal wieder, aber ja, immer gern. Und auch Flo, dir danke ich auch ganz sehr. Hat wie immer mit dir auch Spaß gemacht, auch wenn du wie immer quer durchgeschossen hast mit deiner Bewertung. Aber auch deine Meinung ist uns ja viel wert. Ich bin die Stimme der Vernunft in diesem Podcast. War wieder ein schöner Abend, Dela. Hat Spaß gemacht. In dem Sinne, liebe Hörerschaft, wir danken euch fürs Zuhören. Es war uns auch wie immer eine Ehre, dass ihr uns wieder zugehört habt. Passt gut auf euch auf, lasst euch nicht von bösen Autos überfahren, aber es liegt ja momentan kein Schnee. Erstickt nicht an euren Hamburgern und lasst es euch ganz generell gut gehen. Ciao, bis zur nächsten Folge. Tschüss.